Hallo Freunde der Pixelunterhaltung und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What Remains of Edith Finch. Und in der letzten Folge hatten wir ja hier Molly kennengelernt, wo wir uns jetzt derzeitig auch noch in ihrem Zimmer befinden. Und wir hatten da ja das Tagebuch gelesen und das war schon ganz schön verrückt. Ihr letzter Traum, den sie hatte, den wir ja hautnah miterleben durften, war schon sehr, sehr etwas Spezielles. Und daraufhin ist ja dann Molly auch verschwunden. Und nun bin ich ziemlich gespannt, wie es hier weitergeht, ob es noch abgefahrener werden kann oder ob das jetzt wirklich das Krasseste schon war. Ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Wir haben ja jetzt hier stammbaummäßig Molly hier unten gerade bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass Barbara das nächste ist, dass wir jetzt so hier unten durchgehen und dann irgendwie dann da hoch. Aber ja, wir werden es herausfinden, denke ich mal. So, okay. Wir haben auch noch eine Katze, das erinnert natürlich wieder stark an den Traum. Was ist denn hier hin? Nein, können wir doch zur Tür raus jetzt. Der Tür ist auch nichts. Hier war auch nichts. Ja, irgendwo muss es ja weitergehen. Ging aus dem Fenster. Vielleicht, ja, sieht so aus. Jetzt habe ich doch hier vorhin noch eine Katze gehört. Ist die jetzt weg oder war das nur irgendwie so das Zeichen? Hey, geh mal zum Fenster, schau dir das alles an. Okay. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Jetzt sind wir hier oberhalb des Wohnzimmers. Okay. Und wieder rein in die gute Stube. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Okay. Jetzt sind wir jetzt in Ediths Zimmer. Edie. Wie heißt sie? Irgendwie so ähnlich. Auf jeden Fall. Boah, das war noch das Zeitalter. Ja, das Zeitalter der VHS-Kassetten. Da kann ich auch noch ein Lied davon singen. We got along and it was a good place to hide from my mom. One summer they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Ja, so können sie zum Teil sein. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Ja. Also diese Rutsche haben wir ja noch gesehen, draußen, ja, vor dem Haus. Wie sie dort irgendwie so quasi in dem Sumpf liegt. Okay. Ja, das ist einiges. Einiges. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Ein Maulwurfmann unter dem Haus. Großartig. Ja, hauptsache die Leute reden von einem, oder? Kennen wir ja auch. Rooms like a museum. Jetzt sehen wir mal, wie ein Museum. Das kennen wir ja auch, oder? Ist ja hier eigentlich nicht viel anders. Wenn wir mal nur die Zeitung aufschlagen, hauptsache man steht drin und geht nicht in Vergessenheit. So bei gewissen Prominenten, denke ich immer mal. So, dann schauen wir uns jetzt hier
Historia. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Das tragisch, auch noch der Sohn. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Wie krass, hä? Das Haus auf ein Boot gesetzt und so will man übersetzen. Also ich will ja nicht wissen, wie das Haus gebaut war, aber das sieht ja jetzt schon echt riesig aus. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Oh, hat's nicht überlebt. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Wie tragisch, hein? Das alte Haus im Wasser schollen und jetzt fängt alles wieder von vorne an, ein neues Haus bauen. Und ich denke mal, das ist das Haus, wo His wir jetzt daughter Edie sind. Is already dreaming of a new Finch house. Okay. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Okay, das war Odin. Sven und Edie. Wir können hier aber nicht von innen, können wir nicht rausschauen. Nur umgekehrt. Levis. Werden wir auch noch kennen, denke ich mal, oder? Odin Finch, Odin Finch. Überall, der muss der ziemliche Bücher geschrieben haben, ne? Edith, Milton, Lewis. Alle Fingerabdrücke, Handabdrücke von der Familie. Calvin und Sam, Barbara. Great-Grandma had always been the family's biggest fan. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Und die haben wir auch jetzt noch an, oder? Wir werden sie bestimmt gleich wieder sehen. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Diese vielen Vogelkäfige. Alle auch ganz schön angeschrieben mit dem Namen. Da sieht man auch, wie alt die Vögel jeweils wurden. Auch sehr speziell. Lurpy. Okay. Ja. Wurde doch auch 11 Jahre alt. Wellensittich. Nymphensittich. Das war eine Taube da, vermutlich eine Diamanttaube, eine Taube, nochmal wellensittig. Aha, Schlange. Das war die Bob. Bob die Ringelnatter, so vom Aussehen her, würde ich jetzt sagen. Bei der Taube habe ich keinen Blassen, was es ist. Nein, vermutlich nicht mal eine Taube, könnte ja ein Kanarienvogeltyp etwas sein, ja. Okay. Was klimpert hier so? Ich nehme an, das sind diese Vogelkäfige. Ein Windspiel sehe ich jetzt hier gerade ja nicht. Das war eher Svens Reich hier drüben, so wie das hier aussieht. Und überall in jedem Raum zahllose Even in your 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Ah ja, wir haben die Handschuhe an. Oh, und was für ein tolles Badezimmer. Das ist ein Flauschiteppich. Wow. Ich würde sagen, the only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom.
It was a pretty big trace. Ja, das ist sehr markant. Ich würde sagen, Zimmer des Schreckens, wenn ich das so anschaue. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Ja, wie cool ist denn das gemacht? Wahnsinn! Richtig cool, wirklich. Sieht aus wie eine Belichtungskammer. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Okay. Ja, so kann man die Zwischenräume im Haus auch verwenden, indem man einfach daraus eine Belichtungskamera macht. Ja. Okay. Ah, ja, wir entdücken uns von alleine. Sehr gut. Aha. Ah, Kinderzimmer. I knew Grandpa Sam had a twin. Er ist auch noch hart, hä? Hier sieht man auch Kelvin 1961, der letzte Strich, hä? Und dann sehen wir, wie Sam weitergewachsen ist. Auch wie Sam hier immer älter geworden ist und dementsprechend auch ein bisschen eher erwachsene Sachen hier hat. Und bei Kelvin alles noch so verträumt, kindlich, Weltraum. Das war nämlich noch ein Militär, Jagd. Und trotzdem hier noch das Bild mit seinem Zwillingsbruder. And that he never talked about him. Okay, und jetzt kann ich da hoch, nehme ich an, ja. Genau. Was für ein Kinderzimmer, hm? Und trotzdem. Für das, vor Sam, für das, was eigentlich Sam so älter wurde, hat man es trotzdem recht kindlich gelassen, so wie früher. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Okay. Aha. Ah, rechts und links. So. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. Okay. At Barbara's funeral, wenn man beide Tasten he'd never be afraid drückt, streckt man die wasn't. Beine und wir kommen so immer höher. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Ui. Maybe if I hadn't said that. Na, wieder rundum, okay. Na, tierisch hoch sind wir. Ui. Ich glaube, viel fehlt nicht, wenn hätten wir es. Then maybe he'd still be here. But I doubt. Es ging schief, so wie es sagt. I think he'd already made up his mind. Thank you.
That's what I want to remember about my brother. Ja, jetzt sind wir drüber. Nochmal. Oh. The day he made a plan. And he did. Oh my God. Tragisches Ende. Colin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Tragisches Ende. Aber er hat's geschafft. Er kam oben rum. Tja. Und jetzt geht's nämlich an rüber zu Sam, oder? After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Okay, also dann Soldat wurde, war dann fertig. Da, dieses Spielzeug sieht ja auch cool aus, oder? Die kennt man doch auch, solche, ich weiß nicht, so Springesel oder wie nennt ihr die Dinger? So. Ah ja, wir kommen hier auch hoch. Weiter kommen wir nicht. Ah, da geht's ja auch nicht mehr weiter. Der hat das weggenommen. So, jetzt. Aha. Also, die Türen von den Geheimgängen wirklich sehr cool überlegt. Muss ich sagen. The passages were a pretty tight fit. Ja. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Barbara, ja, okay. Das war der Star, so wie es aussieht, hier. Barbara Finch, Oscars oder so etwas ähnliches. Mit dem Yeti, okay. Oder Bigfoot. Ah, Bigfoot. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Oh, ganz viele verschiedene so Karten, ne? Gab sogar eine Straße, die nach ihr benannt wurde, okay. Was gibt es sonst noch zu anzuschauen? Da drüben habe ich den Punkt schon gesehen. Überall tonnenweise Bücher. Ja gut, dann schauen wir uns das an. Das ist ein Comic. Ein Horror-Comic, so wie es aussieht, huh? Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Oh, Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream.
Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Nach dem Stimmbruch. Getting better. Halt. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was canceled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orca's Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right. Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. Okay, wir haben ja auch schon gesehen, diese Spielung. Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. Okay. She reached for the music box. Sie dreht an der Musikbox. Kann ich jetzt drehen? Ah ja, ich kann drehen. Und das im Comic. She listened for Rick, but the house was silent. Oh, diese Musik kennen wir. Halloween. She found Rick's crutch and imagined the worst. Okay. Da kann man aber so ziemlich alles umschlafen, ne? Geht einiges. Auch die Schachtel. Die Bierbüchsen, die ich jetzt herumgeschlagen habe, hier haben wir das Blut noch von dem Vater. The gang's leader is the infamous Hookman Killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Vor 10 Jahren aufgespießt hat. Okay, der Hakenmann. Keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Habe ich hier schon jede Ecke angeschaut. Da kam ich her. Ja, ja, da war wieder Tisch. Ja gut, dann geht es tatsächlich hier drüben weiter. Oh, jetzt gibt's alles. Oh dear! Oh. Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and... She threw him out. But she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the Late Late Picture Show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Okay. I'm coming up. Unser Typ ist wieder gefragt. He's dead, Walter. Also muss ich jetzt hoch, hm?
Walter helfen. Oh, okay. Ich meine, jetzt wird ein Jumpscare kommen. Das Walters Zimmer. Walter, are you there? Ich kann mich nicht umdrehen und weiter scheinen. Ich muss. So ein Bett. Ging nicht auf. Orcas Island Police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Uh-huh. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. Okay, Barbara, there's got to be another way out of here. Genau, den Weg kennen wir ja bereits, den haben wir schon gemacht. Jetzt sind wir bei Molly drüben. Hier noch eine Tür, gehen wir hier rein. Ja. Wirklich gut gemacht. Ha! Okay. But she sensed the story might not be over yet. Jetzt wissen wir halt, warum dort das Geländer kaputt ist. Das habe ich ja schon in der ersten Folge gesagt. Da oben ist das Geländer kaputt, als wir unten im Wohnzimmer standen. So. Rübeln wir jetzt gleich nochmal auf ihn ein. Oder auch nicht. Okay. Wo ist der hin? She listened for his breathing, but all she heard was. Okay, die Tür. Der ist ja noch im Haus, der kann nicht draußen sein. Dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. Was coming from inside the house. Wow, didn't get so. Oh. Oh dear. Surprise! Bravo, Barbara! You were wonderful! The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream. And she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. War wohl eine Dinnerparty. But I hear Barbara. Was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box was all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Was für ein Wortspiel. Okay. Aber war auch sehr unterhaltsam gemacht. Mal wieder was total anderes. Ja. Und das war's mit Barbara. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending.
Ja, ihr Lieben, und ich würde sagen, dann beende ich wieder die Folge gerade hier. Wir haben einiges über die Familie Finch wieder gelernt. Wir haben zum einen Odin kennengelernt, der mit seinem Haus da rüberkam. Dann hatten wir natürlich auch noch Einblicke bei Edie in ihrem Zimmer, dort, wo sie viel gemalt hat mit den ganzen Vogelkäfigen. Sah ein bisschen aus wie eine, eine Gerümpelkammer. Dann Calvin, der quasi mit seiner Schaukel zum Mond hoch wollte, bis er leider verunfallt ist, tragischerweise. Und jetzt noch die Gruselstory von Barbara, die nicht genug von ihrem Ruhm bekommen konnte und leider, wie es auch heute oft so passiert, dass man nur kurzzeitig berühmt bleibt und dann der ganze Spuk schon wieder vorbei ist. Ich hoffe, ihr wart auch unterhalten, so wie ich. Also ich muss sagen, sehr, sehr spannend gemacht alles. Ich freue mich auch schon auf die nächste Folge, wenn wir weitere Zimmer gemeinsam erkunden können. Und es würde mich freuen, wenn ihr natürlich da dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann hinterlasst doch ein Abonnement. Und dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Bis denn. Tschüss zusammen.